Oh mein Gott. Ne, bei den Monitoren war nichts. Oder habt ihr was gesehen? Da war ja noch dieser große Raum. Vielleicht ist da ja was. Da war ja dieser Riesenraum noch. Also bevor wir hier reingewogen sind, davor war noch ein Riesenraum. Ja, und es muss ja irgendwo sein, wo auch Wasser ist, ne? Also mal überlegen. Da gab es ja diesen, hier, wenn wir hier rechts gehen, gibt es ja diesen Riesenraum. Kann das sein? Ganz am Anfang waren Rohre gewesen. Dann sollten wir da mal gucken, ne? Sache ist einfach, dass ich mega Angst habe und ich weiß, wo der Dick ist. Der ist jetzt da hinten irgendwo, der müsste jetzt irgendwie mal rauskommen. Nee, das sind Hebel. Das sind Hebel, Oliver, ganz sicher. Oder auch nicht? Hä? Man hört die ganze Zeit dieses Kettenraschen, das geht mir so, oh, das macht mir so Angst. Ich glaube, in dem Raum könnte das irgendwo sein. Ne, da lang. Hier nur nix. Ist hier nix. Da.
den gesehen? Wartet der jetzt da oder nicht? Nein, man kann Türen nicht langsam. Ui, sorry, dass ich gerade nicht gesprochen habe. Gesehen, bitte sehr. Was? Ey Leute, wie kann er mich jetzt da bitte gesehen und da gehört haben? Sein. Der steht noch da, ist hier ganz leicht die Silhouette. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich komme da nicht vorbei. Wir müssen rechts rum auf jeden Fall, wir müssen da zurück, weil den Hauptschalter haben wir ganz am Anfang gesehen. Da waren wir ganz am Anfang dran. Das ist ja nicht das Thema, ich weiß aber nicht, wie es da weiter aussieht und ich möchte nicht beide nochmal neu machen, beide Schalter. Ich weiß nicht, wie lange wir warten müssen, bis der alte weg ist. Nicht cool gerade.
Geht der immer noch? Direkt hinter ihm schleichen, das kriege ich nicht hin. Alter, ist mal gut. Ich hab echt Angst vor dem, ne? Ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. Also warte mal, wo müssen wir nochmal kurz, Leute, nochmal zusammen überlegen. Wir sitzen hier schon fast wie eine halbe Stunde dran. Das heißt, wir haben heute noch nichts geschafft. Wir müssen rechts rum. Ich weiß noch nicht mehr, wie es dann aussah. Also rechts rum ging es auf jeden Fall weiter und wir müssen geradeaus da durch. So. So ein bisschen die Frage, wir können versuchen, außenrum da durchzugehen. Ich weiß, ob das Sinn macht. Eigentlich direkt rechts rum, dann durch beide Türen und dann weiß ich auch nicht mehr, wir müssen dann irgendwann links gehen und dann ist links eine Tür, wo der Hebel ist und ganz weit links hinten haben wir uns eben schon mal killen lassen. Von dem haben wir uns dann nochmal auch ewig versteckt. Sicher, Timothy. Aber die Frage ist, wenn er uns bis dahin folgt, ne? Ich weiß nicht, wo der nächste Safe Spot ist. Irgendwo müssen uns Safe Spots sein, einfach. Das ist mein Problem. Er kommt wieder. Ich meine auch ungefähr so, Timothy, nur ich weiß gerade nicht, wo der ist. Ich meine, wir können jetzt hier 10 Minuten warten und hoffen, dass der kommt. Ja, Oliver, aber immer nur zu bestimmten Punkten. Das heißt, wenn ich jetzt hier speichere... Keine Ahnung, was... Ne, ich kann nur speichern und beenden das, dann komme ich wieder... Dann müsste ich wieder beide Dings machen, glaube ich. Müsste ich wieder beide Hebel machen. Okay, Leute. Wie machen wir es jetzt? Soll ich jetzt... Chat, sag mal, soll ich jetzt warten, bis der Typ jetzt nochmal hier vorbeikommt und dann machen, oder soll ich jetzt versuchen, nochmal rauszugehen? Ich hasse diese Schleichdinger. Ich kann gerade nicht sagen, wo das Vieh ist. Wow, warte, dann können wir noch Essen machen. Okay. Dann beende ich mal für YouTube kurz die Aufnahme und dann warte ich mal ein paar Minuten und guck mal, ob da was passiert. Bevor ich für YouTube die Aufnahme wieder starte, im Stream kriegt das mit. Exklusive Sekunden also jetzt für euch oder Minuten.